Wir sind von der Ranger Tirol. Wir sind bei euch da in Seefeld seit 3 Jahren am Weihnachtsmarkt. Wir haben Mistliquere, Schnäpse, Ansatzgrüne und heuer das erste Mal präsentieren wir Maroni. Was die Leute immer wieder erzählen, wie nett und schön der Weihnachtsmarkt da ist und dass er so richtig wie ein kleines Weihnachtsdorf ist und dass sich die Leute auch richtig super freut. Also, Markus, Südtirol, Finchgau. Wir haben bei uns im Stand die ganzen typischen Südtiroler Produkte mit. Salami, Speck, Käse, Glühwein, Finchgrapfen in flüssiger Form. Und jetzt der Finchgau mit Schmeck und Altleckers. Start zum Seefischer Adventsmarkt ist heuer das 20. Jahr. Wir sind einer von zwei, die seit Anfang an dabei sind. Also ich freue mich jedes Jahr auf den Start vom Christkindlmarkt, was hier in Seefeld so wunderschön mittlerweile ist. Mein Name ist Andela Maria. Ich habe also selbstgemachte Bienenwachskerzen hergestellt, habe selber gestrickte Babymatschen auf verschiedene Engeln und Schmuck, auch heuer neue Weihrauch dabei. Seefeld den Weihnachtsmarkt wirklich fantastisch, weil er erstens einmal eine einzige Musikbeschallung hat, ist für uns natürlich auch fein, als wenn du es von allen Seiten, dann die Beleuchtung ist einfach schön und wenn Schnee nicht, das Jennifer was wir fanden. Ich bin der Fuchs Klaus aus Stams in Tirol. Ich bin jetzt schon zum 10. Mal da, auch in Seefeld am Adventmarkt und kaufe Schaufelprodukte. So wie Ducken, Quittprodukte, Rauttaschen, Handschuhe, Socken, Schals, einmal von der Ziege, von der Kaschmirziege, Schafwolle, Tiroler Bergschaf und auch vom Marienschaf. Die meisten Sachen, wenn ich mal nach alter Tradition. Also wir sind Pferdesimkerei aus Mösern. Ich betreibe eine Berufsimkerei mit meiner Frau Ramona zusammen und wir produzieren Bienenprodukte aller Art. Angefangen von Honig, Hochgebirgshonig, Waldhonig, Bergwiesenhonig, eine komplette Kosmetikproduktlinie bis hin zu Propolis, Bienenwachskerzen, unseren beliebten Honigschnaps und Honigzirbenschnaps und jetzt am Christkindlmarkt auch unsere Heißgetränke. Wir sind eigentlich ein sehr regionaler Betrieb. Wir schauen, dass wir unsere Produkte möglichst in der Nähe verkaufen. Deswegen sind wir eigentlich das ganze Jahr auf die Märkte, am Dienstagsmarkt, am Handwerksfest, auf die Markttage. Und da zählt natürlich auch der Seefelder Weihnachtsmarkt voll dazu. Ja, schaut gerne vorbei. Wir sind bis zum 7. Januar da. Und alle Standler freuen sich auf euren Besuch.